Hallo zusammen, ich bin der Tech-Pirat aus dem schönen Düsseldorf. Willkommen in meinem neuesten Video. Wenn du dieses Video angeschaltet hast, dann möchtest du sicherlich wissen, worum es hier eigentlich geht. Ich mache ja mal das ein oder andere Video über Bitcoin, Bitcoin-Handel und ähnliches. Aber da tummeln sich ja immer mehr dubiose Typen. Und dann auch noch unter meinem Video. Was die da genau machen und worum es dann da geht, das seht ihr nach dem Intro. Ja, wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich ja das ein oder andere Video zum Thema Handel mit Kryptowährungen gemacht und stellte plötzlich fest, es war also jetzt das zweite Mal, dass ich das feststellte, dass irgendwelche dubiosen Typen da Nachrichten unter meine Videos schrieben. Und zwar immer wieder so in dieser gleichen Art, aber jetzt halt in diesem Fall echt massiv. Wenn ihr euch das mal anschaut, hier wird also quasi von Bitmünze widersetzen sich allen Naturgesetzen geschrieben. Und sonstiger Bläblä und Blabla, um sozusagen alle User dahin zu leiten. Da wird also von Experten der Kryptographie gesprochen, der geheime Transaktionen ausführt, der mit Bitmünzen handelt und so weiter. Das Ganze wurde dann sehr aufwendig, das darf man nicht vergessen, mit 24 Daumen hoch nochmal sozusagen untermauert. Das heißt also, 24 Leute finden diese Nachricht von Avon Shamot, wie heißt der, Scheramotte, total super. Und wie ihr seht, ich habe die ungefähr eine Stunde danach entdeckt, dass diese Nachricht, und habe dann gedacht, was, schon 24 Daumen hoch, perfekt. So viel kriegst du ja unter den meisten eigenen Videos nicht mal. Da muss ja der Typ sein, der Typ schlechthin. Und dann haben sie noch viel mehr Aufwand gemacht. Sie haben nämlich insgesamt dann auch noch 7 Antworten darunter verfasst, die noch viel mehr Lobhudeleien auf ihn hinterließen, als man sich erwarten konnte. Ist natürlich klar, aus seinen, was weiß ich, wenigen Bitcoins wurde ein Vermögen gemacht, oder von heute 4 Bitcoin, von damals 0,9 Bitcoin, die er investiert hat. Alles natürlich nur dem Anthony Paris zu verdanken und so weiter und so weiter. Er kennt sich im Kryptomarkt aus, der Mann ist nicht schlecht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das ist doch cool, den teste ich doch mal. Denn da steht ja schließlich seine Telegram-Adresse, und dann suchen wir einfach mal nach Anthony Krypto 8 Paris. Ne? Dann werden wir den sicherlich auch finden, und dann werden wir mal mit ihm Kontakt aufnehmen. Vielleicht können wir ja noch was lernen. Sicherlich weiß ich von vornherein, dass das ein Scammer ist, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja hier noch neue Kenntnisse. Und dann vielleicht dieser Hinweis an der Stelle gesagt: Bitte fallt nicht auf so Eierfallen rein und versucht wirklich mit denen dann Kontakt aufzunehmen. Erstmal verschwendet ihr nur eure Zeit, und zweitens ist das immer absoluter Scam. Da kommt nichts Gutes bei raus. Wer so Dinger verspricht und dann auch noch so eine Mühe sich da macht, das, nein, das funktioniert nicht. Naja, gut, ich dachte aber, bei mir muss das ja funktionieren. Habe ich also mit dem guten Anthony Kontakt aufgenommen und ihn auch tatsächlich gefunden und habe ihm geschrieben: Hey, ich bin total froh, dich kennenzulernen. Ich habe dich auf YouTube gesehen und du hast eine tolle Strategie. Und da schreibt er: Ja, ich bin professioneller Daytrader im Investment, Krypto und Blockchain, und ich kann Ihnen alle notwendigen Informationen geben, die Sie benötigen, um im Kryptohandel erfolgreich zu sein. Für die Formulierung von vorher gar nicht so ein schlechtes Deutsch, würde ich mal sagen, ne? Ich natürlich: Cool, das ist ja total toll, und ich habe auch gesehen, eine Menge Leute sind überzeugt. Wie geht denn das? Welche Erfahrung haben Sie denn im Kryptomarkt? Ich natürlich: Ja, ich habe letztes Jahr einen Bitcoin gekauft. Welche Menge an Bitcoin haben Sie derzeit? Ich natürlich: Ja, ich habe einen Bitcoin. Muss doch wohl reichen, ne? Mit meiner täglichen Strategie können wir in 5 Tagen bis zu 2 Bitcoin erreichen. Na, finde ich cool, 5 Tage 2 Bitcoin, ich werde Millionär. Das ist ja klar, ne? Da habe ich ihm geschrieben: Wäre natürlich wunderbar. Und er nimmt nur eine lächerliche Provision von 8%, das ist ja nichts. Ja, wie funktioniert denn das Ganze? Naja, wir werden zunächst eine Demo
Konto aufmachen und dann wird er mir seine super Strategie einmal zeigen. Das ist ja perfekt. Und dann schrieb er mir, dann melden Sie sich doch bitte mal unter Confi, was weiß ich, FX an. Und ich denke, was ist denn das? Confinex, FX.com, kennst du ja gar nicht. Was ist denn das für eine Seite? Natürlich ist das eine absolute Scammer-Seite. Kann man auch sofort sehen, dass das eine Scammer-Seite ist. Und ich frage ihn noch, kann ich mich nicht lieber bei Binance anmelden? Ja, nee, Binance ist nicht geeignet dafür. Ich meine nicht, dass er bis jetzt schon Schluss gelabert hat, aber er sagt, bei Binance handeln, kaufen niedrig und verkaufen hoch. Das ist kein Handel. Handelsergebnisse werden sofort ausgeführt. Was will er denn von mir? Ich habe also natürlich nur Bano verstanden. Ich denke, was will er von mir? Naja, gut, habe ich gedacht. Weil war ja sowieso klar, dass der einen natürlich nicht nach Binance führt, weil hat er ja keinen Zugriff auf meine Bitcoin, ne, den er sich da erhofft. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machst du mal ein Konto bei dieser dubiosen Seite. Musste ihm davon noch einen Screenshot schicken. Und dann hat er gesagt, ich soll doch bitte das Demo-Konto aktivieren und ihm dann auch davon einen Screenshot schicken, damit er mir dann ein eindeutiges Kaufsymbol bzw. Signal senden kann, damit ich mich natürlich von seiner Leistungsfähigkeit, die er so hat, überzeugen kann. Und ja, dann wird's dubios. Jetzt hatte ich natürlich genug Moppen auf dem Demokonto, aber irgendwie nicht die Währung, die ich jetzt gerade handeln sollte. Und zwar sollte ich Litecoin gegen Euro tauschen und dann genau nach seinen Anweisungen. Also ein Intervall einstellen von 3 Minuten, schon mal Schwachsinn. Dann die genaue Menge und dann verkaufen. Das heißt also, er sagt mir dann im Prinzip Start und dann soll ich verkaufen. Jo, super. Ich denke, mach's mal. Das kann ja nur toll werden. Das muss doch der Hammer werden. Das ist doch, das kann doch nur und überhaupt. Natürlich habe ich die Anweisung dann genauestens ausgeführt und schaut mal, wie überraschend, ich habe einen Gewinn gemacht. Einen sehr interessanten, total, ich weiß nicht, wie der zustande kommt, genialen Gewinn. Ich habe also bei einem Einsatz von 1092 Euro 1823, nicht Euro, Dollar, gewonnen. Wie habe ich das denn gemacht? Das ist ja wohl ganz klar. Daraufhin sagt er, ja, das ist sein Signal, seine Strategie. Und ich könnte es doch mal selber probieren. Ich natürlich direkt mal ausprobiert, irgendeine Währungspaar genommen und auf Verkauf gedrückt. Und natürlich habe ich dann verloren, ist ja wohl klar. Dann gab er mir als zweites absoluter Geheimtipp ein weiteres Währungspaar, was ich doch bitte handeln soll. Natürlich hat das auch funktioniert und ich habe noch viel mehr Gewinn gemacht. Mein Dollarwert in meinem Demo-Depot vermehrte sich auf wundersame Weise und da hatte natürlich alles total Hand und Fuß und ich war so dermaßen davon überzeugt, das muss jetzt gut werden, ich kann nur Millionär werden. Jetzt hat er mir natürlich gesagt, ist ja ganz klar, jetzt siehst du mal, wie gut ich bin und jetzt weißt du, warum ich innerhalb von 5 Tagen aus einem Bitcoin 2 mache. Und es ist jetzt nichts einfacher als das. Ich müsste doch bitte einfach nur mein Bitcoin jetzt auf die neue super heiße Coin-Hit-FX-Börse überweisen und dann wäre ich im Geschäft und dann können wir gemeinsam loslegen und hier loshandeln. Und ich denke, das muss ich mir überlegen und habe dann gedacht, dann lasse ich den doch mal ein bisschen zappeln und vertröste ihn einfach mal auf den nächsten Tag. In der Zwischenzeit habe ich mir dann einfach mal genauer angeguckt, wo ich denn da so mein Geld hinschicken soll. Man hat also die Möglichkeit, hier über diese dubiose Plattform Geld einzuzahlen. Und vielleicht wisst ihr es nicht, aber Bitcoin ist sehr transparent. Und dann habe ich mir die Einzahlungsadresse mal ganz genau angeguckt. Und da kann man doch schon ganz gut erkennen, dass also tatsächlich über diese Adresse schon über ein Bitcoin an Vermögen geflossen ist. Das heißt, zu dem aktuellen Wert an dem Tag waren es 45.000 Euro, glaube ich, die das Ganze wert waren. Und das sagt doch schon einiges darüber aus. Das heißt also, wenn diese Bitcoin-Adresse
mehrfach von denen verwendet wurde, dann kann man natürlich auch schon mal ganz gut ermitteln, was die mit dieser Scammerei dann schon verdient haben. Ich erkläre euch dann am Ende des Videos, wie die damit Kasse machen, beziehungsweise worum es eigentlich geht dabei. Wie kommen die an das Geld und so weiter und so weiter. Das gleiche habe ich dann mal mit der Ethereum-Adresse gemacht. Die scheint allerdings neu generiert worden zu sein. Also die ist noch absolut jungfräulich. Dort sind erstmal keine weiteren Transaktionen gelaufen. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann, beziehungsweise am nächsten Abend hat er mich natürlich als erstes angeschrieben, ist ja klar. Dann haben wir im Prinzip einfach mal weitergemacht. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie das denn so genau funktioniert. Natürlich einfach nur, um rauszufinden, ob er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert oder nicht. Aber er sagt, das ist doch überhaupt kein Problem, zahl einfach ein und dann kann ich dir die Tipps geben. Ist ja klar. Ne, klick auf Einzahlung und da kannst du den Bitcoin hinsenden. Und jetzt schick mir doch endlich den Bitcoin. Was ich nicht verstehe, habe ich ihn gefragt. Ich habe gestern Ethereum verkauft, aber ich hatte doch vorher gar kein Ethereum. Wie ist denn der Gewinn entstanden? Darauf antwortet er, Sie sagen, Sie haben ein BTC, um ihn zu handeln. Dann sollte ich ihn doch bitte senden. Also er geht gar nicht auf meine Frage ein. Habe ich gesagt, bitte beantworte doch mal meine Frage. Wir kennen uns ja nicht und es geht um viel Geld. Du musst doch schon ein wenig mehr erzählen. Ich verwickle Sie in eine Demo-Handelssitzung und das hilft Ihnen zu verstehen, wie es funktioniert. Das heißt, er verweist wieder auf die Demo-Handelssitzung. Was hat mich denn da schlauer gemacht? Gar nichts hat mich da schlauer gemacht. Im Gegenteil, ich bin noch genauso bescheuert wie vorher. Ist ja normal, weil es gibt da ja gar keinen Handel. Ne? Ist doch auch klar. Ne? Und naja, solange ich nicht verstehe, habe ich geschrieben. Habe ich das gemacht? Also nein, solange ich das nicht verstehe, kann ich das doch nicht machen. Ne? Ich muss doch wissen, wenn ich einzahle, ich will ja nicht das Geheimnis von ihm wissen, sondern nur wissen, wie man Coins handelt und die man nicht besitzt. Also quasi, wie kann ich Coins handeln, die ich nicht besitze? Mensch, ist doch nicht so schwierig. Ne? Dann sagt er, wenn Sie nicht am Handel interessiert sind, dann lassen Sie es mich wissen. Andere verdienen in der Zeit natürlich ihr Geld. Also macht das auf. Die sein. Nein, habe ich geschrieben, ich möchte natürlich handeln, ich brauche aber mehr Vertrauen. Was ist denn das für eine Plattform? Coin Hit Fix FX, ne? Ist total unbekannt. Ist mein Geld da sicher? Dann schreibt er natürlich, na klar, ist die sicher, ne? Das ist eine sichere Handelsplattform und schickt mir dann hier so einen Screenshot. Ich denke so, okay. Das ist einer meiner Schüler, der gerade erst mit dem Handel begonnen hat. Ah, der kauft also, habe ich geschrieben. Ja, was hat er denn? Macht die Handelsplattform so sicher? Ja. Ne? Ich war immer vorsichtig mit Handelsplattformen, mit denen meine Anleger handeln. Coin Hit FX ist die Plattform mit einer ausgeklügelten Spektral Pro V6 Autobot-Handelssystem, mit dem Händler maximale Gewinne erzielen können. Oh, ein Spektra Auto, nein, ein Spektra Pro V6 Autobot-Handelssystem? Fragezeichen. Ja, wie geht das? Ich habe dich in eine Demo verwickelt, um das genau so funktioniert es. Dann beantworte doch mal meine Frage. Wieso können ich Gewinne machen, ohne vorher zu kaufen? Sein Handeln und wir arbeiten, nein, sei Handel und wir arbeiten Aktionspreis. Ich verstehe ich nicht. Und dann schrieb er noch, ich verstehe nicht, was Sie nicht verstehen. Ja, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Masche? Das ist im Prinzip ganz einfach. Die versuchen nur, das Geld auf diese Wolle zu bekommen. Und wenn ihr dann Glück habt, seid ihr raus. Habt ihr Pech, versuchen die euch natürlich noch weiter zu überreden, um noch mehr Geld einzuzahlen. Also da wurde tatsächlich schon von Fällen berichtet, wo die Leute durch irgendwelche dubiosen, ja, was weiß ich, Überredungen dazu überredet wurden, dann doch noch mehr einzuzahlen. So nach dem Motto, zahl doch noch mehr, dann kriegst du noch mehr Gewinn und dann zahle ich dir mehr aus. Oder du musst jetzt noch was einzahlen, damit du eine Auszahlung bekommst. Und es gibt immer wieder leider Leute, die fallen darauf ein. Denn es ist so, Gier frisst Hirn. Das ist einfach so. Und ich hoffe, das Video zeigt euch jetzt, dass ihr nicht darauf reinfällt. Und das Problem ist halt, dass diese Währungswege, diese Zahlwege natürlich sehr schwierig nachzuvollziehen sind. Ich habe versucht, das weiter zu verfolgen. Ihr habt ja gesehen, da wurde ja schon über einen Bitcoin, wurde ja über diese Wallet gehandelt. Aber der Weg war relativ schnell zu Ende, weil die sind ja auch nicht blöd.
Man kann sein Geld ganz gut verstecken. Auch wenn die Bitcoin Wallet bzw. die Blockchain, die Bitcoin Blockchain sehr transparent ist, jede einzelne Transaktion danach vollzogen werden kann, kann man das trotzdem natürlich ganz leicht umgehen. Da gibt es solche Tricks wie zum Beispiel, dass die ihre Bitcoin dann auf eine Wallet von einer Börse überweisen, dann dort in der Börse das Geld umwandeln, wiederum in Monero-Coin zum Beispiel, der absolut anonym ist, dann von Monero wieder zurück in Bitcoin und schon ist man fein raus. Und es gibt noch genug Kryptobörsen, die das zulassen, ohne sich selber zu authentifizieren, also sprich diese KYC-Prozesse da durchgehen zu müssen. Und solange es die gibt, ist natürlich hier das Scheunentor offen. Aber auch dann wird es immer andere Wege geben. Wir kennen das aus dem klassischen Betrug. Da wird es Strohmänner geben, die gar nicht wissen, dass sie Strohmänner sind und so weiter und so weiter. Auch wenn das Video hoffentlich sehr interessant und lustig war, es ist dann doch ein sehr ernster Hintergrund. Ich hoffe, ihr fallt nicht darauf rein und ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Video gut gefallen hat und ich würde mich natürlich hier an der Stelle über einen Daumen hoch freuen, damit der Google-Algorithmus, also der YouTube-Algorithmus angekurbelt wird und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne unten in die Kommentarfunktion stellen. Wollt ihr weitere Abzocker-Videos sehen? Ich mache mich schließlich hier auf den Kampf dagegen. Dann abonniert doch bitte auch meinen Kanal, kostet kein Geld. Bis zum nächsten Mal, euer Techpirat. Tschüss.